Howdy! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Red Dead Redemption. Wir sind immer noch auf dem Weg eigentlich, um Jamie zu retten von dieser Kultbande. Ja, ich habe gerade hier versucht, mal ein paar Tiere zu jagen. Hat nicht so richtig funktioniert. Also so kleinere, ich weiß gar nicht, was es war. Ich weiß auch immer noch nicht, was das da hinten ist. Hier ist eine Ente oder sowas. Seht ihr das da, was da auf dem Berg rumläuft? Konnte das jetzt noch nicht mal unten rechts sehen. Ärgerlich. Naja, gut. Wir reiten mal weiter. Wir wollen ja eigentlich mal zum Missionsziel kommen. Aber irgendwie gelingt uns das irgendwie nicht so richtig. Jedes Mal werden wir von Zufallsbegegnungen überschüttet. Und ich habe langsam das Gefühl, dass es absichtlich ist. Ja, dass das Spiel mich absichtlich so reinbaiten will. Und es gelingt dem Spiel auch jedes Mal. Also, naja. Aber ich habe tatsächlich sehr viel Spaß gerade bei dem Spiel. Und die letzten, ich muss mal gerade gucken, 1, 2, 3, 4, 5 Folgen, die ihr gesehen habt bisher, habe ich komplett an einem Stück aufgenommen, also an einem Tag heute. Weil ich einfach keinen, also ich will einfach nicht aufhören gerade. Ich werde wahrscheinlich noch 4, 5 aufnehmen. Bis heute Abend, sozusagen. Bis zum bitteren Ende. Okay, ich kann gar nicht so hoch zielen. Kommen wir da oben gleich an. Das wird ja ein Spaß werden. Naja, ich merke schon. Das Ganze wieder hier halb bei Nacht. Ich habe übrigens geschaut, ich kann es nicht ändern mit dem Tag-Nacht-Rhythmus. Nee, das war nicht, was ich machen wollte. Ich wollte... Hallo. So. Mal eben da so mit... gucken, mal Hallo sagen. Erledigen wir die jetzt oder reden wir erstmal miteinander? Naja, komm. Wir reden erstmal mit denen. Sind ja nicht so viele. Geht's euch gut? Shell of safety. Shell of safety. Can I speak to the boy? Arthur? Hello, son. Your sister is very worried. The boy has chosen a path, sir. Path to truth. Well, I mean, his sister just wants to speak with him. Arthur, I've chosen a path. The boy has chosen a path. He's chosen safety. What path have you chosen, sir? Unentschlossen, ungeduldig. I don't know about this nonsense. Let me speak to the boy. Dut, dut. Are you always this negative and antagonistic, sir? Yeah, I am. Entschuldigung. I'm not a very cultured man. Forgive me, please. I am a fool for my God and a happy one, sir. I bless you. What do I dream about? Who are my heroes? Das Pferd muss gestriegelt werden, sehe ich da gerade. Schildkröten. I have no idea. Turtles. Yeah, turtles. Hey. You love turtles? I love them too. Turtles. Jamie knows the truth, but of course, you may speak with him. Exactly. If your teachings are so great, what harm can I do? I'm not coming with you, Arthur! Just come and speak with Mary, then make up your mind! Leave me alone, Arthur! I didn't ask...
Das war ja klar. Wo ist der denn jetzt hin? Nach links fährt. Rechts meine ich natürlich. Übrigens etwas, was ich gar nicht mag. Wow! Ja, aber echt mal. Die haben mich absichtlich umgehauen. Habt ihr das gesehen? Ich glaub's ja wohl nicht. Das war so gut. So, ausgetrickst. Ausgetrickst. What the hell do you know about it, Arthur? Come on, Jamie, your sister's worried about you. You pop up out of nowhere? Na, ich kann doch nicht, ich bin doch nicht nah genug dran. Damn it, we gotta do this the hard way. I don't have to answer to you. Just stop, let's talk about this. Come on, you ain't stupid. You can see this is crazy. You're the crazy one. I was doing just fine by myself. Sorry, mister. For Christ's sakes, Jamie, just hold up a minute. What are you gonna do, Jamie? Live the rest of your life in the mountains with those people? They're my friends! If you don't leave me alone, I'll shoot you! I swear it! What are you talking about? You ain't no killer! Was macht er denn jetzt? You got more than that! What the heck? Was ist denn da los? Der gibt Vollgas und dann fängt er an zu schießen? What the heck? Leave me alone, Arthur! I didn't ask for your help! Okay, nächste Variante ist, wir schießen einfach dem Pferd. Wir schießen einfach dem Pferd irgendwie. Okay, wir machen das jetzt selber. Okay, wir können den nicht erschießen. Machen
Was ist denn das? Ich verstehe nicht, wie es gehen soll. Kontrollpunkt überspringen. Jamie ist entkommen. Ne, wir versuchen das nochmal. Also, mit, ich glaube, mit dem Lasso können wir ihn nicht fangen. Ja, ich muss mich auch gerade ein bisschen zurechtfinden hier. Es ist halt auch blöd, dass es gerade dunkel ist. Come on, Jamie, your sister's worried about you. I was doing just fine by myself. Wir reiten ja. Damn it, we gotta do this the hard way. This is none of your damn business. Stop that, you lunatic! Yeah. Just stop and let's talk about. Also der reitet halt schneller als ich, das ist ein bisschen das Problem. Come on, you ain't stupid. You can see this is crazy. You're the crazy one. For Christ's sake! Jamie, just hold up a minute. You pop up out of nowhere? For Christ's sake, Arthur! Sorry, mister. What are you gonna do, Jamie? Clear the rest of you. Drive in the mountains with those people? They're my... Are you crazy? They're my friends! Okay, wir müssen jetzt irgendwie das Pferd beruhigen. Oh Gott. Arthur, I'm a man now. I found something. A calling. You're just a kid. You're making a big mistake. I'm not taking advice from you. You're an outlaw. You leave me alone. They're good people. I'm warning you, Arthur Morgan. Leave me alone. Please, kid. Put that gun down. I warn you, Arthur! I'm gonna... I don't want to live anymore! Kid, just calm down. Leave me alone! Was? Waffe ziehen? Now calm down! Let's go see your sister. Okay. Okay. Und der Arme. Okay, kid. Have I been a terrible fool, Arthur? I don't know. Yeah. I don't know enough about it. But one thing I do know. There ain't no shame in looking for a better world. I missed you, Arthur. Are you and Mary sweet on one another again? Oh, no. That's all a long time ago, son. Heute mit Jamie zu Mary zurück. This wasn't how I thought today would turn out. It's been a long time, Jamie Gillis. Wir müssen mal ganz kurz das Pferd striegeln, aus irgendeinem Grund meckert das jetzt gerade schon rum. Didn't try to kill yourself. You know, das muss auch noch kacken, also. You taught me how to ride a horse. Okay, der labert jetzt einen Wolf hier. Okay, wo müssen wir denn hin? Long way back to the farm. Wir könnten doch mal die Gleise fahren. Hier ist allerdings ein Tunnel.
Really? Naja, komm. You'd fall for that? Are we going then? They were very nice to me. They're decent. Einmal durch den Tunnel, gar kein Problem. Please tell me you didn't give them any money. Of course I did. They rely on charitable donations. Jesus, Jamie, come on. I just wanted to believe that there might be something good coming my way one day. Guess that's dead in the water. Was denn hier los? With the turtles. Shut up. All Father kept telling me was, you won't amount to anything. You're not enough of a man. I had to get away. I couldn't take it anymore. Forgive me, but your father's a bully and a coward. Don't listen to him. Hey, don't talk about him like that. What do you want me to say, Jamie? He's a good father? Nice man? He won't be happy I saw you. Well, please send him my worst regards. The thing is, he's right. I'm not good at anything. Oh, come on, falscher Anzweig. True. Tell me something you like. Don't think too hard. Apples, I guess. Apples? Yeah, I love apples. Okay. I was thinking more along the lines of carpentry or horses or something, but all right, go work in an orchard then. By that token, you must really like shooting and robbing people. I only like shooting young idiots who run away from me when I'm trying to help them. Father told me what you do. I'm sure he did. Hey, are you still with Dutch and what was his name? Hester? Jose. Yep, still the same, sort of. And Annabelle and Bessie? I'm afraid they're dead. Shit. Maybe Mary did make the right choice. No doubt. But none of it is anything like the nonsense you read in the newspapers. So, are you two getting back together? I told you, no. Just ask me for a favor. You know Barry Lyndon's dead? Pneumonia. She told me. So the door's open, so to speak. Here we are. She must be waiting inside. Wo ist denn hier der Anbindepfosten? Ah, da. Ja, ich wollte auch beim Pferdeparcours mitmachen, aber naja, gut. You're nervous about seeing her, aren't you? Nein. Aber ich glaube, es geht hier hinten rein. Jamie, komm mit. Vielleicht nimmst du mal diesen Häkelbeutel weg. Ist ja furchtbar. An bestimmten Stellen kann man leider nicht so schnell gehen. Ja, aber bevor wir da reingehen, gucken wir mal ganz kurz, ob wir nicht noch was essen können. Zum Beispiel diesen Kleinwild-Dings. Was ist das für Kleinwildfleisch? Hier essen. Sir. Ma'am. Jamie! Jamie! Come home, please. Father's been very sad. Father wouldn't know sadness if it died in his bed. But I'll come home for you. My boy. My sweet boy. Come on. Oh, Arthur. Thank you. Thank you. It's good to see you, Mary. And you, Arthur. And you. Die ist irgendwie komisch, oder? Oh, you'll never change. I know that. I feel like the luckiest man alive, and I feel like a fool. That woman confuses me and plays me for a fiddle like no one else alive.
I trust I will not make a god-awful fool of myself once more, but somehow I imagine I shall. Na gut, sag mal, den Eintrag brauchen wir nicht nochmal lesen. So, wir machen jetzt mal was, was ein bisschen auch dazu beiträgt, dass wir das Spiel besser kennenlernen. Wir gehen mal mit dem Kopfgeld, was auf uns ausgesetzt ist, zum Sheriff, okay? Ah, ist einfach richtig blöd mit der Frau. Ich finde, die ist auch ein bisschen unsympathisch. I'm mistaken, you're looking for a bounty. Look no further than that wall, son. Ja, gucken wir mal, was haben wir denn hier? Alien Swarm. Eine Lohnhöhe von $25 ausgesetzt. Ding festmachen von Ellie, der Gattenmordes. Der oben genannte Betrag wird sofort bei Auslieferung der Gesuchten ausbezahlt, lebendig auszuliefern. In verhörfähigem Zustand. Also vielleicht nicht die Zähne rausschlagen, sagst du? In der Gegend Cumberland Falls gesichtet, in Begleitung eines unbekannten Mannes, der sie möglicherweise manipuliert. Alle sachdienlichen Informationen der Belohnungsansprüche. Ah ja, gut. Nehmen wir mal. They say she's sleeping rough near Cumberland Falls. And what's more, they say she ain't sleeping alone. Oh, I got it. This bounty you're after, the lady, what's she do? Mrs. Swan? Poor dear, married the wrong man. She thought she could kill him and inherit a fortune. Instead, she got some debts and that bounty on her head. Sorry, ich muss mal was trinken. We got enough crap around here from the Na gut. Lass uns doch mal ins Inventar gucken. Inventar gibt es gar nicht, aber das Logbuch vielleicht. Ich habe mir nämlich nochmal überlegt, hier gibt es ja noch ein paar Sachen, die wir machen können. Besorge ihm ein Krimi. Kopfgeld. Hier haben wir Geldverleih und andere Sünden. Arthur versucht, die Schulden von Thomas Dorns einzutreiben. Diese bleibt jedoch störrisch. Hatten wir das? Achso, nee, wiederholen will ich das nicht. Ach, kann man das nicht irgendwie? Herausforderung, Glücksspieler, 2 Poker hingewonnen, 5 Hasen killen, 3 perfekte Hasenfälle sammeln. Auch interessant. Aufgaben, Zigarettenbilder, neue Leidenschaft. Dutch hat um eine Pfeife gebeten. Ist das alles, was wir gerade haben? Achso, ja. Ja gut, dann gehen wir doch mal in den Shop. Das hier ist der Doktor. Brauchen wir vielleicht nichts unbedingt. Hier beim Gunsmith können wir mal gucken. Ach, wir haben nur $78. Ja, Umgang, sorry. Sorry. Hattest du nicht gerade was gesagt? Nee. Wir können da hinten nochmal in dem Kleinwarenladen, in dem Gemischtwarenladen gucken. Hoppala. Oh, sorry. In a while since you came through town, ain't it? Have a look around. Ich will einfach nur gucken. Katalog verkaufen? Was können wir ihm denn verkaufen? Ja, wir können ihm ein paar Sachen hier verkaufen. Etwas, was ich gar nicht brauche. Zum Beispiel einen hiervon. Für 1,25. Pferdestimulanz. Ja, hier einfach mal alles, wo 3 dran steht. Ah, die Zigarre lassen wir mal. Coffee auch nicht schlecht. Kentucky. Ja, so betrinken will ich mich eigentlich nicht. Guter Brandy. Ja, der Kaffee ist schon eine schöne Sache, glaube ich. Auch im wahren Leben tatsächlich. Okay, ich glaube, das war's dann. Mal zurück und Katalog durchblättern. Ich hätte gerne eine Pfeife.
Arzneien, Vorräte, Kleidung. Wir gucken mal bei Vorräte. Tabak. Es hat nur alles ausverkauft hier. Hairtonic. Haartonikum. Ammunition. Waffenöl, Kaffeeperkulator, auch nicht schlecht. Seeköder, lebendige Würmer. Also ich habe das hier, was macht denn das? Zeigt die aktuelle Uhrzeit an. Taschenuhr, aber ich habe keine Taschenuhr. Accessoires vielleicht. Handschuhe. Hosenträger, auch nicht schlecht. Aber gut, ich sehe schon, offensichtlich können wir hier keine Kopfbedeckung. Nee, offensichtlich können wir hier keine Pfeifen kaufen bei ihm. Danke. Well, it's always here if you want to take another look. Ja, mal. Ich komme drauf zurück. Thank you. Und es ist schon wieder Nacht, das gibt's doch nicht. Das gibt's einfach nicht, naja. Okay, dann lass uns mal gucken. Also das mit Mary ist echt schwierige Geschichte, würde ich sagen. Wirklich schwierige Geschichte. Das hier ist das Kopfgeld. Offensichtlich haben wir gerade nichts anderes, ja? Nee, das ist es auch nicht. Ich wollte das... Nur das Kopfgeld, das kann doch nicht sein. Benachrichtigung, Einladung. Dutch hat um eine Pfeife gebeten. Das ist schön, aber besorg ihm einen Krimi. Na gut, dann reiten wir für einen Sworn, oder? Obwohl, ihr seht auf der Karte unten. Also, es müssen noch andere. Ah ja, genau, es gibt hier noch andere Missionen. Was haben wir hier? Mikabel, ah ja. Ich finde, den sollten wir auch mal retten, tatsächlich. Und hier ist Javier Escuela. Wir versuchen, so einen Sean von den Kopfgeldjägern zu retten, die ihn in Blackwater gefangen halten. Oh, nee. Das weiß ich nicht. Da sehe ich mich aber eher hier bei Mika, den erstmal retten. Na komm, wir machen das Kopfgeld. Zumindest reiten wir mal in die Richtung. Ihr wisst ja, was das hier bedeutet. Es ist meistens so... Das wäre jetzt schon... Hoppala, ich habe das nicht markiert. Nicht ausreichend. So, nein. So. Ist ja meistens so, dass wenn wir da hinreiten, dass uns dann erstmal Sachen noch ablenken und so weiter. Mal schauen mal. Oh, wait. Ich will mal ganz kurz gucken, können wir noch Sachen verkaufen? Nee, das hier will ich eigentlich behalten. Ich glaube, ich will alles behalten. Ja. Sorry, man. Okay, boy. Let's go. Thank you for your help. Ja, versuchen wir uns nicht abzulenken zu lassen. Und zumindest noch in die Richtung zu reiten. Aber ihr wisst ja, so ganz gelingt mir das halt nie. Naja. Es ist halt eine schöne, laue Sommernacht. Bisschen wie in der Wirklichkeit auch. Die Gesundheit eines Pferdes... Ah ja, warte mal. Halt an. Easy. Halt an. Da müssen wir mal ganz kurz hier das Pferd füttern mit ein bisschen was. Sorry, boy. Ja, wirklich, haben wir uns auch lange nicht mehr drum gekümmert. Und sauber machen ist auch nochmal drin. So, was haben wir da sonst noch? Ah, Kopfbedeckung, Arthur's Hut. Gar nicht so eine schlechte Sache. Aufgefüllt ist alles.
Sehr gut. Gut, dann machen wir uns auf den Weg. Also nochmal weiter auf den Weg. Wer auch immer das war, wir haben ihn ignoriert. Aber was heißt ignoriert? Na schau mal, wir sind fast ein blütenreiner, normaler Cowboy. Der hält immer an, das finde ich sehr witzig. Sobald er neben der Kutsche reitet, nimmt er das gleiche Tempo von denen an. Das ist gut gemacht, aber manchmal ein bisschen hinderlich. Hier waren wir noch nirgends, ne? Ich würde sagen, unser Plan ist, den Mann zu erschießen und die Frau einfach gefangen zu nehmen. Ja? So würde ich es machen. Eventuell müssen wir das Lasso da wieder nutzen. Aber wir werden das schon hinkriegen. Es ist schon schön, oder? Jetzt mal ehrlich. Ach, guck mal, ist das hier der Weg, wo uns die Indianer... Ja, genau, ich glaube, hier ist das Rad gebrochen, ne? Ja. Lass mal anhalten hier. Mal ganz kurz auf die Map gucken. Ja, genau. Cumberland Falls, ja, genau. Ist das hier? Kopfgeldjäger. Oh. Nee, wir sind ja Kopfgeldjäger hier. Kopfgeldjagd. Kopfgeldjäger, die uns dann quasi jagen wollen, ne? Das können wir halt auch mal probieren, wie das so ist. Also was passiert, wenn die uns fangen? Oh, wait. Mein Rapidity-Fell ist weg. Das ist ja bedauerlich. Wolf uns angreifen, ha? Na, kein Problem. Da mussten wir dem jetzt mal leider ins Gesicht schießen. Jetzt ist ja nur noch halb so groß mit dem, also mit ohne Fell. Ach, fies. Und das muss schon wieder kacken. Wir können es mal streicheln. Ja. Du machst das schon. Das ist ein Einsternwolf. Naja, gut. Verstauen wir ihn mal auf dem Pferd. Und dann gehen wir noch mal gucken hier.
Ob wir hier irgendwo die Swan-Tante finden. There's a bounty hunter. Get him! Elian, I'm sorry, I'm gonna make you go with the pillar. What? What kind of man are you? Puny! Waste of my time. So, wir plündern die mal. Und wir fesseln sie mal. Rot in hell. Rot with the rest of them. Ja, ja, ja. Das mache ich auch gleich, aber erstmal nehme ich mal eure Sachen hier mit. Ja, alles, was hier schön rumliegt, dürfte sich ja eh nicht bewegen können. Oh, Käse. Naja, vielleicht wacht er wieder auf und dann ist er ja wahrscheinlich froh, dass sie weg ist. Wenn er nicht aufwacht, ist es einfach abgekürzt. Huch, Dosenfleisch, Wir können mal gucken, ob wir was zu uns nehmen können mit ein bisschen... hier, Dead Eye brauchen wir und Leben brauchen wir auch. Fettes Vogelfleisch, ja, das können wir essen hier. So, sieht doch schon mal gut aus. Kann ich schon mal das Pferd rufen? Eine Tasse Kaffee trinken, auch mal ganz wichtig. So. Alright, let's go. War natürlich ein bisschen ungünstig jetzt. Warte mal, wir müssen dich nochmal hier ablegen. Aber es hat den... Entschuldigung. Jetzt wirklich. Den Wolf halt noch ablegen. So. Schön. Schön mal parken hier. Oh, wait, da ist ja noch ein Pferd. Da kann man doch schön nochmal die Satteltaschen untersuchen. Das dürft ihr nicht vergessen, wenn ihr so Pferde seht. Goldnugget. Ein starkes Wundertonikum. Guck mal. Könnt ihr von der Seite auch nochmal gucken? Oh. Kakotonikum. Okay, jetzt müssen wir die da drauflegen. Na komm. Ich krieg $25 von dir. Für dich. Entschuldigung. Ja. Dann ist auch schon wieder der Traum vom. Settle in. You got a ride ahead of you. Ist das auch schon wieder vorbei? Traum vom Wolf. So. Oh, haben wir jetzt da einen. Oh, halt, 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 halt. Oh, dear. What came over me? Did I just do those things? It's a horrible blur. But I see blood. There's blood everywhere. It won't come out. I'm not like that. I'm a good girl. Really. Okay. I promise I am. You believe me, don't you? Don't you, mister? Aber das Enten sind keine
Cops, die mich suchen. I need help, okay? I have an illness. A fever of the brain. Ja. I've done bad things, but a jail. A jail ain't where I belong. Be quiet with that. Zumindest mal für einen Moment. Normalerweise schlage ich ja keine Frauen, auch keine Männer. You're such a strong man. Hat nie lange angehalten. Aber in dem Fall. Sollten wir vielleicht einfach mal draufdrücken. I hate you, you sad sack of shit. I wish I'd cut your belly open and shown you your guts. Gutless bounty hunt, nobody. I hate you. I hate you. I hate you. I hate you. Okay, wait. I wish you died. Ich hab mich verritten. Die versucht's aber wirklich, ne? Mit Aggression, mit Trauer. Taschen. Guck mal, was wir für eine weiße Weste haben. Wahnsinn. Geh mal ein bisschen Gas. Das Pferd kann es vertragen. Wir müssen ihm so mal die ganzen Tonicums und Herferplätzchen reinpfeifen. Schleppen wir sonst nur mit. Das ist ja beim Looten total hinderlich auch. Und ich glaube, wir werden danach mal einen Bourbon trinken oder so. Einfach weil wir es können. Sehr gut. Immerhin ist sie gerade ruhig. Oh, ich glaube, das ist schon Valentine. Huh? Das ist ja schon mal sehr gut. Hier nicht so eine gute Einfahrtsstraße tatsächlich. Sirene dabei. We're coming up on the jailhouse. Anything else you want to try on me? Just get me there. You're no fun at all. I'm afraid I ain't. Also hier, ne? In der Stelle ist immer oben diese Warnung zu sehen. Sehr bedauerlich tatsächlich. Alter, ich gebe dem Pferd gar nicht so viel zu essen, wie es kackt. You order a lady killer here, Sheriff? Yeah, we did. Put her in the cell, won't you? I protest my innocence. I protest my innocence. She might be a little shaken up. She lost another fella out by the falls. Poor dear. Men just got a habit of dying around you, don't they, Mrs. Swan? I hope you'll be comfortable, miss. She'll be fine. Now come get your money off the desk here. Oh ja, danke. Nehmen. The Black Widow herself. This town's so starved of women, I'm sure she could find herself a husband yet. Well, that's cowboys for you. Indeed. Was ist das hier? Namen. Age, Color, Nativity and Crime. Ah, interessant. Check das Büchlein. So, it seems this town's got more pressing problems than outlaws. Gonna take some time off posting bounties, impose law and order on the streets. That man has a heart of stone. It's silly to keep me locked up in here. Ich konnte ihn schlagen. What am I gonna do? Just little old me. Naja, so meine Damen und Herren, wir machen an der Stelle Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ich würde sagen, wir sehen uns wieder in Kürze. Können wir eigentlich noch näher ran? Naja, fast, ne?
Also, dreh's mal rum, Arthur. Dreh doch mal zur Kamera. Ja, genau. So, dann macht's gut. Tschüss.